Also so sieht es aus, Wonder Waffle Cheese. Ist alles gut. Boah, als ich aufgestanden bin, hatte ich jetzt überhaupt gar keinen Bock, weil es auch so kalt war. Jetzt bin ich draußen, bin gelaufen und es hat so Bock gemacht, weil die Sonne einfach scheint. Jetzt muss ich noch ein bisschen VG-Wear-Kram verschicken. Das muss ich mal vorbereiten. Mit VG-Wear geht es übrigens auch weiter. Also die Leggings war ein voller Erfolg. Die war innerhalb wenigen Wochen echt total ausverkauft. Beziehungsweise, also ja, es sind jetzt wirklich nur noch welche in XS da, aber auch nur super, super, super wenige. Es kommen jetzt auch noch weitere Teile. Jetzt muss ich in den nächsten Tagen auch noch organisieren und koordinieren, vor allen Dingen, dass das nächste jetzt kommt. Das ist nämlich jetzt echt schon lange in der Warteschleife. Mein Essen ist noch im Backofen. Es müsste jetzt fertig sein, aber ich verkohlt es jetzt nicht. Na? Noch ein bisschen länger, als wäre nicht cool gewesen. So, ich habe es jetzt geschafft. Oh, wo ist eigentlich die Sonne hin? Jetzt bringe ich mal die Sachen weg und beantworte währenddessen ein paar Kommentare. Und zwar, was ich schon öfter lese, ist, ob man diesen Zitronensaft nehmen kann, dieses Konzentrat, was in dieser künstlichen Zitrone drin ist, das man so kaufen kann, wo das halt schon quasi ausgepresst ist. Aber auch, also ich trinke ja morgens mal diese warme Zitrone und das natürlich mit einer frischen Zitrone. Und jetzt werde ich halt öfter gefragt, ob man auch dieses Konzentrat nehmen kann, was man da kaufen kann. Also der Name sagt es schon, es ist ein Konzentrat. Am besten nicht kaufen, weil es ja künstlich ist. Und vor allen Dingen hat es damit nicht den Effekt. Damit kann man sich nicht morgens entgiften. Damit kann man auch die Fettverbrennung ankurbeln. Und es hat keinen Einfluss aufs Abnehmen. Also das bitte nicht. Das ist nämlich höchst ungesund. Dann lese ich auch immer wieder öfter, wie man die inneren Oberschenkel straffer bekommt. Ob es dafür Übungen gibt, zu Hause oder im Studio. Welche Geräte. Also, die Innenseite der Oberschenkel kann man natürlich mit Übungen straffen. Aber das Fett, was da so schwabbelt, das schreiben nämlich die meisten. Sei mein Fett ist da so schwabbelig und so. Wie kriege ich das straffer? Nicht nur mit einer Übung, weil wenn du Übungen für die Innenseite der Oberschenkel machst, wirst du natürlich erstmal die Muskeln straffen und damit werden die ein bisschen größer, dann wird es auch wieder ein bisschen dicker aussehen. Wenn du das Fett nicht auch vorher schon abgebaut hast oder gleichzeitig abbaust. Das heißt, wenn das Fett da bleibt, Muskeln wachsen darunter, sieht es insgesamt nach mehr aus. Dann wird es noch in Anführungsstrichen dicker. Der Schlüssel ist einfach, Fett abzubauen an den Innenseiten der Oberschenkel. Man kann nicht gezielt Fett abbauen, das heißt, man muss insgesamt Fett abbauen. Und wie macht man das? Natürlich mit der Ernährung. Man muss sich gesund ernähren, ein bisschen auf die Kalorien achten, dass es nicht zu viel ist, genügend Sport, Bewegung, auch fettverbrennende Workouts machen, so wie HIIT, genug Cardio auch. Und dann wird man da auch das Fett los. Aber man wird überall das Fett verlieren, also abnehmen sozusagen. Man kann nicht nur an einer Stelle abnehmen, es ist immer nur überall. Dann fragt noch jemand hier an Annika Rode Kurzkurs, wie lange und wie oft trainierst du in der Woche Beine Po? Ach, jetzt habe ich von den anderen die Namen gar nicht gesagt. Sorry, ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist. Also ich trainiere 2 bis 3 Mal Beine und Po in der Woche. Momentan nicht so richtig hart wie vor einem Jahr zum Beispiel, weil ich ein bisschen Verletzungen im Nackenbereich und im unteren Rücken habe bzw. hatte. Unterer Rücken ist jetzt schon quasi geheilt und Nacken ist jetzt gerade... Ja, es wird gerade total viel besser, sehr viel besser. Deswegen kann ich so gewisse Übungen gerade noch nicht machen, aber ich taste mich langsam ran. Aber ich mache so 2 bis 3 Mal in der Woche, ungefähr 1 Stunde Beine Po. Aber ich fordere mich trotzdem heraus. Also ich kann jetzt gerade nicht so mega viel Gewichte nehmen. Das heißt, ich mache viele Wiederholungen. Manchmal bin ich an einer Übung auch 1/2 Stunde dran, weil ich da mich richtig halt fordere. Ne? So, wenn ich die Leggings weggebracht habe. Wo ist die eigentlich? Oh, fuck. Oh, nein. Ich habe die Leggings vergessen. Ich muss das, was ich verschicke, jetzt noch holen. Jetzt bin ich schon fast da. Da ist es. Endlich, finally, I did it. Yeah, yeah, yeah. Jetzt geht's zurück ins Büro, noch ein paar Bürosachen erledigen. Alle im EM-Fieber. Zeit für BCAAs oder BCAAs auch genannt. Ich mache mir jetzt meine BCAAs und gleich mal sage ich noch mehr dazu. Ich supplementiere nicht viel, aber ein paar Sachen mache ich.
Und dazu gehören BCAAs und Glutamin jetzt wieder. Die helfen mir, nicht schlapp zu sein. Warum nicht? Das sage ich gleich. Ich mache sehr viel Sport und sehr viel Fitness und ich trainiere meine Beine auch sehr intensiv. Und da brauche ich ein bisschen mehr Protein, als wenn man weniger Sport macht. Und ich habe halt BCAAs und damit kann man halt seinen Proteinhaushalt sehr gut füllen, weil da kein Fett und keine Kohlenhydrate drin sind, sondern wirklich reines Protein, die auch direkt in den Muskeln gehen. Also da ist halt nicht viel Zeugs bei. Weil ich die jeden Tag trinke, gibt es dazu eine ganz wichtige Info. Viele haben mich gefragt, welche ich nehme. Da ich die jeden Tag trinke, achte ich sehr extrem drauf, dass dann kein Scheiß drin ist. Also nehme ich immer die neutrale Geschmacksrichtung. Ich werde jetzt keine bestimmte Firma oder sowas empfehlen, weil man BCAA oder BCAA und neutral eingeben kann bei Google und da wird man ganz viele finden und sich selber eins raussuchen, wo eben keine Zucker oder zugesetzten Geschmacksverstärker drin sind. Ich mache mir dann immer so ein bisschen Zitrone zum Beispiel rein oder auch mal so ein bisschen Schokoprotein. Da weiß ich aber selber halt, welches drin ist und wie viel und halt keine, die irgendwie Zucker oder sowas haben, weil ich halt der Meinung bin, ich trinke das jeden Tag, dann sollte es was Gutes sein und da möchte ich auch nicht irgendwie zusätzlich immer irgendeinen Zucker bei haben. So ein paar Zitronenspritzer sind auf jeden Fall gut, um den Geschmack zu übertünchen, weil gut schmecken die neutralen natürlich nicht. Es hilft mir aber nicht, schlapp zu sein. Vor allen Dingen habe ich auch meine Kohlenhydrate wieder hochgeschraubt. Eigentlich trinkt man die vor dem Sport und nach dem Sport oder entweder oder. Ich würde es vor dem Sport empfehlen, weil es nach dem Sport schon zu spät sein kann. Ich trinke die aber auch, also ich habe zwar heute Cardio gemacht, beziehungsweise ich war heute im Joggen im Park. Normalerweise sollte man das dann danach trinken, aber da ich heute nicht ins Fitnessstudio gehe, weil ich ein bisschen regenerieren muss, trinke ich es trotzdem. Um eben Muskelabbau vorzubeugen. Wow, ich habe heute schon 335 Kalorien verbrannt. Nur mit 15 Minuten Joggen und ein bisschen hin und her laufen. Einmal zu viel, wenn man was vergisst. Das geht doch. Und dabei haben wir erst 15.20 Uhr. Das ist geil. Und jetzt gibt's noch ein Cappuccino. Prost. Was höre ich denn hier für komische Geräusche? Geräusche. Geräusche. Die Pfanne aufs Bein gestellt. Wie sagst du die denn aufs Bein gestellt? Holt ihr. Du bist doch bescheuert. Ist die Windel jetzt? Du hast da vorne irgendwas auch. Guck mal, die Musiker holen sich noch nicht mal richtige, richtige Teller. Teller, was ist das? Kochen, was ist das? Musiker hören noch nicht mal zu. Was kaufen wir jetzt noch? Ein Mikro und was noch? Noch ein Mikro. Also zwei. Zwei Mikro. Okay, jetzt kaufen wir zwei Mikros. Vorher muss ich noch ganz schnell zur Apotheke. Und davor freue ich mich extrem über dieses geile Wetter hier. Ach du Scheiße. Zeig mir den Weg zum Music Store Köln. Und los geht's. Here we are. Das Ziel befindet sich rechts, Istanbulstraße 22. Thomas spielt jetzt was. Yay! Sehr schön. Wir haben jetzt entschieden, spontan, dass wir zur Wonder Waffle fahren. Und mir ist jetzt schon schlecht.
Und guck dir mal diese geilen Bilder an. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt so einen Shake nehme oder so eine Waffel. Oh. Ein richtiges Paradies hier. Sachen aber, da könntest du drin schlafen. Bitte? Sachen aber, da könntest du drin schlafen. Ja? Und wo drin hast du schon mal, geschlafen? Das sage ich dir nicht, sonst kriegst du das nicht. Hier ist deine. Wow. Lass mich auf der vorne hinsetzen. So, wollen wir es trinken? Aber das mit dem Namen ist geil. Guten. Dieses ganze Zuckerzeug so wieder runterkriege. Ich habe heute leider ein bisschen zu sehr reingeschlagen, dieser Shake da hinterher. Das muss natürlich eigentlich nicht sein. Das Problem ist, wenn ich halt einmal anfange, kommt direkt das nächste hinterher und dann kann ich nicht mehr aufhören. Deswegen mache ich eigentlich gar keine Cheats. Aber heute hatte ich irgendwie Bock, weil das glaube ich regnet oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich da jetzt auf jeden Fall sportlich noch ein bisschen mehr was einschieben muss. Es geht ja auf den Sommer zu. Also ich habe das Gefühl, wir haben immer noch Frühling oder Herbst, aber irgendwie kommt der jetzt bald. Sorry, die Uhr sagt, ich muss aufstehen. Ach so, ja, dann stehen wir auf. Ja, immer schön auf die Uhr hören. So ein bisschen Fett kann ich jetzt auch noch mal loswerden. Mich auch vor allen Dingen ein bisschen mehr herausfordern. Vielleicht irgendwas mit HIIT. Ich glaube, das ist ganz cool. Irgendwas mit HIIT. Die nächsten Tage musst du jetzt irgendwas machen. Secure.